Dein Team, dein Strom, Werder Strom. Ich habe ihn schon. Vorbereitung für den Saisonendsport, das steht heute auf der Tagesordnung. Ja, unschwer zu erkennen, wo wir hier heute sind. Moin aus Hannover, schön, dass ihr mit dabei seid bei Werder TV Grün-Weiß. Ist zu Gast in Niedersachsen im Wohnzimmer des Zweitligisten Hannover 96. Und da kommen auch schon die Hauptdarsteller für die kommenden 90 Minuten, angeführt vom Schiedsrichtergespann. Das mal gleich vorweg, das ist heute Harm Osmers, der Hauptreferee. In der Mitte dieses Trio in Orange gekleidet, bekannt, denke ich, aus dem Bundesliga-Alltag und für den SV Werder natürlich, allen voran für die Spieler des SV Werder heute die Möglichkeit, ja, ein bisschen wieder in den Rhythmus zu kommen, insbesondere für die, die zuletzt eher weniger ran durften, ein paar Minuten weniger bekamen als andere. Das gilt allen voran für die Nummer 5, Amos Pieper. Er feiert heute sein Comeback, da sehen wir ihn neben Christian Groß. Freut uns natürlich, dass er wieder mit von der Partie ist nach seinem Knöchelbruch. Letztes Pflichtspiel Anfang Oktober gegen Darmstadt 98. Also für ihn ganz wertvolle Minuten natürlich. Kapitän im Team von Ole Werner heute, Leo Bittencourt. Sein Gegenüber ist der Japaner Sei Moya. Auch Stefan Leitl, der Trainer der 96er. Ähnlich wie Ole Werner heute mit einer Mannschaft gespickt mit vielen Spielern, die am Wochenende nicht in der Startelf standen. Aber schauen wir einmal auf das Personal bei Werder drauf. Beginnen wir bei Jiří Pavlenka, gerade schon im Bild gehabt. Davor das gewohnte 3-5-2-System mit Malatini, Groß und eben dem angesprochenen Pieper, der das Abwehrtrio komplettiert. Davor dann auf den Außenbahnen links der junge Opitz, rechts Weiser, dazwischen Alvero, der Franzose. Auch für ihn natürlich heute die Chance von Beginn an, sich mal gleich zu zeigen. So wie Leo Bittencourt und auch Naby Keita, auch er heute von Beginn an mit dabei. Natürlich auch für ihn die große Chance, hier ein paar Minuten zu sammeln und sich in den Fokus zu spielen. Von Ole Werner und dann natürlich die Doppelspitze, da sehen wir die zwei. Marvin Ducksch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber sowie sein Pendant Kovnatski. Werder in Weiß stößt hier und jetzt an. Damit laufen die ersten 45 Minuten. Die Mannschaft von Ole Werner beginnt hier von links nach rechts im leeren Heinz von Heiden Stadion hier in Hannover. Aus organisatorischen Gründen die Geschichte hier ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, und Werder gleich mal mit dem ersten Angriff. Weiser. Und Hannover möchte umschalten, kann es aber nicht. Gibt uns mal die Möglichkeit, das Personal auch von 96 durchzugehen. Im Tor Leo Weinkauf. Und dann gehen wir die Namen einmal flink durch auf dem Feld. Max Christiansen, Harvard Nielsen, Mohamed Dama, Seymour Hoya, der Kapitän, den hatten wir schon erwähnt. Dann Routinier Marcel Halstenberg, einer der Stammspieler bei Hannover 96, der heute auch eben anfängt.
Lars Gindorf, Julian Börner, Cedric Teuchert, Brooklyn Eze und Christopher Scott. Der offensive Mittelfeldspieler ebenfalls mit dabei. Taktisch Stefan Leitl in einem 4-4-2-System. Das ist zumindest das, was er gerne in der zweiten Liga spielt. Also auch hier eine Doppelspitze. Eben dann wohl mit Harvard Nielsen und Cedric Teuchert, von dem wir da ausgehen. Und Hannover spielt durchaus eine gute Rolle in dieser Saison. Also das ist ein Gegner mit Qualität, auf den Werder hier trifft. Die 96er haben immer noch ganz gute Möglichkeiten in ihrer Lauerposition, da noch ein Wörtchen mitzusprechen rund um den Aufstiegskampf. Sind auf Platz 5 mit 40 Zählern. 4 Zähler Rückstand auf den Hamburger Sportverein. Und bei den Hanseaten weiß man ja nie so richtig gegen Saisonfinish, wie sich das dann da noch entwickelt. Und offenbar ändert sich das Thema Konstanz oder fehlende Konstanz auch noch nicht durch den neuen Trainer Steffen Baumgart. Für Ole Werner natürlich auch hier, auch das sei nochmal zu Beginn dieser Partie erwähnt, allein deswegen diese Partie wichtig, denn direkt im nächsten Spiel gegen Wolfsburg gibt es ja wieder ein paar Spieler, die gesperrt fehlen werden. Lienen, Stay und Weiser, die allesamt eine Gelbsperre absitzen müssen gegen die Niedersachsen. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen, der hier jetzt besonders im Fokus steht und sich auch in diesen Spielen möchte. Um eine Chance zu haben, von Beginn an mitzuwirken. Das ist ja ohnehin eine Partie, die allein deswegen sehr interessant wird gegen die Wölfe. Das habt ihr mitbekommen. Der Trainerwechsel, Niko Kovac, ist passé. Dafür Ralf Hasenhüttl nach einigen Jahren in der Premier League zurück in der Bundesliga. Und dessen ersten Spiel dann das Duell mit Werder am 30. März. Und Hannover jetzt überteuchert, womöglich mit der ersten Gelegenheit. Aber er dreht nochmal ab, wird da gut abgedrängt auch. See, der nochmal zurückspielt. Und wieder kann Werder 96 in die andere Hälfte des Feldes rausdrängen. Zurück bei Leo Weinkauf, dem Ersatzkeeper von Hannover 96, Ron-Robert Zieler, der dann nach wie vor nicht zu verdrängen ist bei den Niedersachsen. Vielleicht noch kurz ergänzend zum Personal, um mal die Spieler durchzugehen bei Werder, die nicht mit dabei sind für diese Aufgabe hier gegen Hannover 96. Anthony Jung, Felix Agu, Justin Ginma und auch Milos Vekovic, die allesamt wegen Belastungssteuerung
erst einmal auch individuell trainiert haben und so auch nicht im Aufgebot stehen nach den letzten Wochen. Auch Michael Zetterer ist in Bremen geblieben. Heute soll einfach auch Jiří Pavlenka die Spielzeit bekommen. Und Hannover hat hier die erste Gelegenheit dieser Partie. Und Pavlenka zeigt, dass er nichts verlernt hat. Gute Fußabwehr. Macht da sein kurzes Eck zu. Dann nochmal zu sehen. Das geht flüssig, das geht schnell. Teuchert. Und dann gibt es den Versuch durch Damar. Aber es bleibt hier erst einmal beim 0:0. Die anschließende Ecke. Halstenberg, Eze, Linksverteidiger. Aber doch bemerkenswert viele Ballbesitzpassagen bei den Gastgebern in diesen ersten 10 Minuten. Jetzt kann vielleicht Werder auch mal was initiieren. Versucht da raus zu kombinieren. Pavlenka, ja, bekommt den auch zum Mitspieler. Trotz des Drucks des Gegners. Leon Opitz überlässt für Leonardo Bittencourt. Nicht schlecht die Kombination, das reicht nicht für einen Pfiff, sagt Schiedsrichter Harm Osmers. Auch wenn es da ein paar Beschwerden gab. Christian Groß. Weiser für Pieper. Kater für Weiser, Pieper. Und da ist jetzt mal Platz gefunden worden. Leon Opitz. Das sieht nicht schlecht aus von der grundsätzlichen Spielanlage her bei diesem Angriff. Gute Möglichkeit für Werder, auch wenn es hier keinen Abschluss gibt. Dann nochmal Weiser lässt klatschen. Opitz dann mit dem Flankenball. Und dann ist Leo Weinkauf da. Direkt die Kugel zurückgeholt. Guck, wie Werder das hier löst. Nabi Keita wollte da mal aufdrehen. Aber er bekommt Gegenwehr. Christopher Scott lässt klatschen und auch das zu ausrechenbar, als dass man hier die Werder-Defensive in Bedrängnis bringen könnte. Ja.
Kindorf mit dem hohen Ball. Er kommt auch zum Mitspieler. Und dann wieder Cedric Teuchert. Ja, knapp. Sehr knapp. Top-Torschütze bei Hannover 96 in dieser Spielzeit. Cedric Teuchert mit 10 Treffern. Hier muss er noch auf den ersten Abschluss warten. Pavlenka, den wollte er ganz anders. Das ist jetzt die natürlich große Möglichkeit. Aber was Werder dann gut macht, ist, dass die mit vereinten Kräften hier dieses Geschenk sofort wieder eingedämmt bekommen. Und um im Bild zu bleiben, so bekommt Hannover das dann auch nicht ausgepackt. Trotzdem, Hannover macht das hier nicht schlecht. Und stellt die Mannschaft von Ole Werner hier durchaus vor einige Aufgaben. Berg zu Fall gebracht. Durch Leon Opitz. Kaum ein Durchkommen für die beiden Teams hier. Auch wenn Hannover die vielleicht aktivere Mannschaft ist in der Spielgestaltung, haben auch sie Probleme, Werders Defensivverbund zu knacken. Genauso aber natürlich auch nach wie vor die Mannschaft von Ole Werner. Der Tabellenzehnte der Bundesliga tut sich ja auch noch schwer. Ist noch ohne eine echte Schusschance. Vielleicht ändert sich das ja jetzt mal. Weiser. Das sieht nicht schlecht aus. Duxch legt den rüber. Leon Opitz war da fast frei. Und dann aus der Drehung der Versuch durch Kownacki. Belohnt mit einer ersten Bremer Ecke. Diese Aktion, und vielleicht hilft ja dieser Standard, um dann mal so ein bisschen diese Partie auch zu öffnen, dem Spiel etwas Schwung zu verleihen. Ich melde mich. Hier geht hin. Hau, du bleibst frei, bitte. Nicht über den Pfosten. Bernie, Bernie. Denk dran, wenn ich nach vorne gehe. Hey, was ist hinten? Bernie, Bernie. Zum Tor, Männer. Dazwischen. Wer denn?
Und Hannover kommt mit Tempo. Und Werder mit gekonnter Abwehrkunst. Malatini. Der hat das da zwar ein bisschen rustikal, aber trotzdem souverän gelöst hat. Hat ja auch den Ball gespielt. Auch da braucht es dann die Betreuer. Das kann natürlich auch mal schmerzhaft enden. Christiansen mit dem langen Ball. Und dann Malatini gegen Scott. Äußeren Bedingungen soweit für die Teams recht angenehm. 9 bis 10 Grad, leicht wolkig. Stefan Leitl und sein Trainerteam sieht dann noch recht entspannt aus. Läuft ja auch ganz gut in dieser Saison. Seit Juli 2022. Trainer in Hannover. Dafür über 100 Spiele an der Seitenlinie gestanden für Greuther Fürth. Und eben auch in dieser Saison unterm Strich mit einem guten Jahr. Zuletzt hat man ein paar Federn gelassen, war nicht immer da, wenn der HSV beispielsweise ins Straucheln geraten ist. 3 Remis in Folge. Insgesamt, wenn wir auf die letzten 5 Spiele blicken, ein Sieg, 3 Unentschieden, 1 Niederlage. Werder steht bei einem Sieg, einem Unentschieden und 3 Niederlagen, wenn wir auf die letzten 5 schauen. Dabei 3x1:2 jetzt in Folge. Das soll sich natürlich ändern. Nach dieser Länderspielpause. Zuletzt gab es dieses 1:2 gegen Union Berlin. Wo es auch gute Momente gab in einem kampfbetonten Spiel, aber eben gerade, so hat es auch Ole Werner zusammengefasst nach der Partie, in diesen spielentscheidenden Momenten war man dann eben nicht da. Und ganz anders derweil der Gegner aus Berlin-Köpenick. Auch da kann natürlich dieses Spiel hier heute ein wichtiges Puzzlestein sein, dass der ein oder andere Spieler so ein bisschen wieder in Form kommt. Oh, Pitz. Rücken, rücken! Alvero für Weiser. Gute Übersicht zuvor durch den Franzosen. Seinen über 2 Metern kann er ja ohnehin alles überblicken auf dem Platz. Weiser mit der Reingabe und dann nur direkt in die Arme von Leo Weinkauf. Ja, die ersten 20 Minuten sind hier rum. Wenn ihr etwas später eingeschaltet habt, so richtig viel verpasst habt ihr nicht. Hannover
begann durchaus dominant, hatte einige längere Ballbesitzphasen gehabt, kam aber eben kaum durch das Werder Dickicht hindurch. Du weißt dagegen ebenfalls mit Problemen vorne Torchancen sich zu erarbeiten. Die einzige echte Möglichkeit hatte Kownacki. Sein abgefälschter Schuss landete dann aber eben im Aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bekanntermaßen. Zumindest ist Werder jetzt langsam aber sicher auch hier aktiver am Spiel dran beteiligt. Reagiert nicht nur, sondern versucht auch eben selber hier einiges zu gestalten. Missverständnis zwischen Duksch und Kownacki. Das wollten die beiden eigentlich anders lösen. Und bei Hannover gibt es den ersten Wechsel. Kolja Oden kommt rein. Wir müssen nochmal schauen, wer jetzt für ihn runtergegangen ist. Ich tippe auf Christopher Scott, nachdem der da Probleme hatte. Und so scheint es auch zu sein. Scott, der nach dem Zweikampf mit Malatini am Boden liegen geblieben ist, ist nicht mehr auf dem Feld. Clenese. Gestellt von Weiser. Geht's wieder retour. Ja, schade, da war vielleicht ein bisschen mehr drin. Hannover zeitweise weit aufgerückt bei dieser Aktion. Da hätte man gut und gerne etwas flinker umschalten können. Hat dann leider nicht funktioniert. Und sah kurz so aus. Jetzt gibt es Ecke für die Gastgeber. Die erste noch von der anderen Seite. Brooklyn Eze macht sich schon ein bisschen auf den Weg. Schlendert daraus an die Fahne. Ganz eilig hat das nicht. Dass die beiden Teams hier heute in einem Testspiel aufeinandertreffen, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ist seit 2020 das fünfte. Die geografische Nähe allein gibt es natürlich her und auch die Tatsache, dass natürlich beide jetzt zuletzt öfter nicht in derselben Liga aktiv gewesen sind. Letztes direktes Duell in Liga 1 geht bis in die Spielzeit 2018-2019 zurück. Damals ein Sieg von Werder hier in Hannover.
Rashica mit dem 1-0 Siegtreffer. Auch die Ecke wieder halb hoch vor den kurzen Pfosten. Mal nachgeschaut. André Breitenreiter und Florian Kohfeldt, die damaligen Trainer gewesen. An beiden Seitenlinien. Als diese zwei Teams zuletzt in Liga 1 aufeinander trafen. Ja, Zeit vergeht. Vero für Christian Groß und dann ja, bekommt wer dann nicht den klar ausgespielten Angriff zustande. Hannover stört, ist da sehr eklig gegen den Ball. Nicht umsonst ist es das Team in Liga 2, das die meisten Zweikämpfe führt. Das ist der Teil ihrer DNA, dass sich das dann auch in einem Testspiel widerspiegelt. Nur Rostock führt mehr direkte Duelle auf dem Feld als Hannover. Ja, kein Problem für Pavlenka. Und das war ein Spiel mit dem Feuer. Leon Opitz hat sich Pavlenka dann verschätzt. Muss er leicht lächeln, Jiří Pavlenka. Wieder Ecke. Hannover bleibt in der Aktion. Es hier gelingt es, die Niedersachsen gut zu stören. Es ist für ein Testspiel durchaus zweikampfbetont, wie hier beide Mannschaften agieren. Es fehlen noch die Glanzmomente in dieser Partie. Vielleicht ist jetzt dafür mal Zeit. Nabi Keita mit der Reingabe wird immerhin mit einer Ecke belohnt. So viele gab es für Werder hier noch nicht. Jetzt ist es mal wieder soweit. Und der nächste Wechsel bei Stefan Leitl. Phil Neumann. Und Halstenberg hat dafür Feierabend. Schade. Der Ball von Duxch war nicht so schlecht. Werder versucht, den Druck hochzuhalten. Geh raus, geh raus, geh raus.
Weiser. Und Hannover mit dem langen Ball. Auch das Teil ihrer Philosophie, über wenige Stationen und lange Bälle sowie Flanken zum Torerfolg zu kommen. Auch das zieht sich so ein bisschen durch die Partie. Die meisten davon kann Werder aber ohne große Mühe wegverteidigen. Wir können, liebe Werder-Fans, einmal den Kalender aufmachen. Oder besser gesagt, ihr könnt den Kalender aufmachen. Und euch im Mai die Samstage grün-weiß markieren. Denn die DFL hat gestern die letzten Spiele durchterminiert. Und die letzten vier Spieltage. Logischerweise der 34. Spieltag sowieso. Aber insgesamt die letzten vier Spieltage. Werder immer samstags um 15.30 Uhr im Einsatz. Das betrifft dann die Duelle am letzten Aprilwochenende gegen den FC Augsburg, das Duell gegen Gladbach sowie gegen Leipzig und dann eben zum Schluss auch das Spiel gegen den VfL Bochum. Also da die neuen Anstoßzeiten gleich mal eintragen. Alle weiteren Infos natürlich zu den Spielen auf werder.de alles nachzulesen. Und bleibt ja ein durchaus ja auch attraktives Programm. Aber ebenso anspruchsvoll für die Elf von Ole Werner im Rest dieser Saison. Eben nicht nur diese Partie gegen Wolfsburg jetzt Ende März, die so ein bisschen schwierig natürlich einzuschätzen ist. Wenn der Trainer gewechselt ist, ist das immer so eine Sache für sich. Danach geht es dann gegen zwei diesjährige Europapokalteilnehmer mit Frankfurt und Leverkusen. Gefolgt von dem VfB Stuttgart und dann eben die bereits angesprochenen Duelle gegen Augsburg, Gladbach, Leipzig und Bochum. Also hinten raus auch nochmal ein bunter Mix. Während Pavlenka hier wegrutscht, den Ball nicht mehr geklärt bekommt. Das Rückspiel ein bisschen ungenau und so gewähren wir hier Hannover 96 eine weitere Ecke. Malatini klärt, Teuchert kann nicht frei draufschießen. Und das sieht nicht gut aus. Kovnatski muss runter und hält sich den Oberschenkel. Also auch bei Werder wird gewechselt. Wird es dann gleich die erste Einwechslung geben. Hoffen wir, dass er bald wieder zurück ist, dass es nur eine Vorsichtsmaßnahme ist. Aber auch da natürlich im Nachgang an dieses Spiel alle Updates auf werder.de für euch nachzulesen oder natürlich auch über die diversen Social Media Kanäle.
natürlich für Kovnatski besonders bitter. Hatte sich sicher vorgenommen, hier heute mal ein Tor zu schießen, um auch da wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen. Ein Stürmer, dieses Spiel bislang eher eine gebrauchte Veranstaltung. Wäre da hier fast mal mit der Möglichkeit auch abziehen zu können, trotz der aktuellen Unterzahl. Da kommt Hannover mit Gindorf. Aber auch sein Zuspiel kann abgefangen werden. Malatini. Opitz, der sich sehr breit aufstellt, an der Seitenlinie fast schon klebt. Generell der Versuch mal von Werder hier über Breite auch am Platz zu gewinnen, das Ganze so ein bisschen aufzuziehen. Aber Hannover macht es gut gegen den Ball, nach wie vor. Da dann das kleine, aber feine Foulspiel von Naby Keita. Und Ole Werner hat jetzt wieder aufgefüllt. Jens Day reingekommen für den verletzten Kovnatski. Minuten noch in dieser ersten Hälfte. Beide mussten einmal verletzungsbedingt schon wechseln. Torchancen technisch nicht so wirklich viel los. Nach wie vor nicht in dieser Partie. Beide Defensivreihen lösen das sehr konzentriert. Und beiden Mannschaften fehlt noch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Da der lange Ball und dann Teuchert. Das ist jetzt die große Chance und es ist auch der Treffer für Hannover 96. Die 42. Minute, das spielen sie schnörkellos, so wie es der Trainer vorgibt. Tor durch Gindorf.
Noch einmal. Der lange Ball übers Mittelfeld hinweg. Dann Teuchert, der die Kugel rübergespielt bekommt von Damar. Und am Ende ist es eben Lars Timo Kindorf mit dem Treffer. Das geht dann natürlich zu leicht und zu einfach für den Zweitligisten. Für Pavlenka in der Situation nichts auszurichten. Noch ein paar Minuten hier in der ersten Hälfte. Zeit genug, um das Ganze zu egalisieren. Vielleicht hat es ja jetzt auch mal diesen Nackenschlag gebraucht, um da so ein bisschen mehr und auch intensiver den Weg nach vorne zu suchen. Hier mal der Versuch eines längeren Balls, aber der kommt nicht an. Damar. Flacher Abschluss, aber eher ein Schüsschen als ein Schuss. Keine Gefahr in dieser Situation für Jiří Pavlenka. Letzten 30 Sekunden in dieser ersten Hälfte. Nochmal der Torschütze Kindorf. Die Balleroberung und jetzt noch einmal die Zeit, hier den Weg nach vorne zu suchen. Ein paar kommen mit. Duxch muss aufpassen, nicht ins Abseits zu laufen. Leonardo Bittencourt findet aber keinen Mitspieler. Nochmal Naby Keita. Werder darf diese letzte Aktion noch spielen. Also ein bisschen Wassernachspielzeit haben wir hier. Nielsen. Der Spaziergang von Harvard Nielsen mündet auch in einen Abschluss, aber eben wie beim Versuch von Damar zuvor ebenso nicht in einen gefährlichen. Gut gestört von Amos Pieper, der da gute Präsenz zeigt im 16er. Ja, und dann nimmt der Schiedsrichter das genau, lässt hier wirklich ein, zwei Minuten nachspielen. Begründet in den Verletzungsunterbrechungen. Nochmal die Gastgeber, gut rausgeschoben dann von Malatini. Und jetzt ist Pause. 1:0. Derweil die Führung für die Gastgeber.
Gindorf mit dem Treffer in der 42. Minute. Die eigentlich einzige echte Chance für Werder auf einen Treffer hatte Kownacki in der 16. Spielminute, seinen Abschluss aber abgefälscht, und dann kullerte der Ball im Anschluss ein gutes Stück am Tor von Leo Weinkauf vorbei. Tore auf grün-weißer Seite sollten aber gerne noch fallen. Das gibt es dann hoffentlich in Hälfte 2. Auch die natürlich in voller Länge nach einer kurzen Pause hier bei Werder TV. Bis gleich. Dein Team, dein Strom, Werder Strom. Ich habe ihn schon.
Kajdo tam svíti v tmavé komoře, u koho prsty jsou v mobilu. Ganz kurze Frage, wie machen wir es denn mit dem Trainer unten dann oder Fixo? Die Bremer auch oder was? Also die Kollegen aus Bremen? Dein Team, dein Strom, Werder Strom. Ich habe ihn schon. So, HM Osmast pfeift. Wir sind hier wieder zurück bei Werder TV 1:0. Der Zwischenstand zu Beginn des zweiten Durchganges. Hannover führt durch den Treffer von Gindorf in der 42. Minute. Jens Day hat sich kurz vor dem Wiederanpfiff nochmal ein bisschen intensiver warm gemacht. Kam er für den verletzten Kownacki dann so nach 37, 38 Minuten. Ansonsten wohl erst einmal keine weiteren Wechsel beim SV Werder. Hannover hatte auch im Laufe des ersten Durchganges schon mal ein, zweimal durchgetauscht. Unter anderem hier direkt vor uns die Nummer 5, Phil Neumann, der Ex-Schalker und Kieler neu bei den 96ern. Ja, gute Körpersprache von Albero, das ist jetzt fast die Schusschance für Marvin Dux. Gute Möglichkeit für Werder hier. Wachsam der Franzose. Und direkt in der Gegenbewegung das 0:2. Sehr fies aus grün-weißer Sicht. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Also, Weinkauf klärt vor dem Fuß von Marvin Dux. Und dann schaltet Hannover derart schnell um. Dass sie hier durchkommen. Ja, auch Damar bei der Entstehung mit dabei. Am Ende ist es er auch, der das Tor macht.
Und 96 hat dann offenbar doch gewechselt, denn Vogelsammer, der war in der ersten Hälfte noch nicht mit dabei, liefert hier den Assist. Und Freistoß für Werder. Bittenkurt einen mitgekriegt. Und vielleicht dieser Freistoß jetzt mal die Möglichkeit hier anzuschreiben, um auch da mal zurückzukommen in dieses Spiel. Marvin Ducksch, ja, immerhin. Immerhin ein Abschluss direkt auf das Tor des Torhüters. Also die Rolle von Alvero hat sich ein bisschen geändert. Der Franzose geht jetzt deutlich früher drauf, also läuft sofort mit an. Hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht in diesen Anfangsminuten der zweiten Hälfte. Hat sich natürlich einiges vorgenommen. Hannover wieder mit etwas Platz, mit dem Abschluss abgefälscht. Gibt die nächste Ecke für die Gastgeber. Komm, Jungs, komm, komm, komm. Ja, Jungs, hinten, ne, wenn wir vorne den Ball haben, ihr müsst aber auch nachschieben. Ey. Cedric Teuchert mit der Möglichkeit für die Heimmannschaft. Für die es dann weitergeht nach der Länderspielpause mit dem Auswärtsspiel in Magdeburg. Und dann gibt es hier Besuch aus Gelsenkirchen. Also die Anfangsmomente in dieser zweiten Hälfte waren eigentlich ganz gut. Dabei wäre das sehr, sehr druckvoll. Und hat eben auch fast die Gelegenheit hier zum Anschlusstreffer gehabt. Aber Leo Weinkauf war eben den Schritt schneller als Marvin Ducksch. Und dann ist das natürlich auch brutal effektiv, wie 96 dann da sofort auf 2:0 zu erhöhen weiß. Mit der
Ja, nicht schlecht von Opitz. Für Bittencourt. Duxch. Bittencourt wieder rausgespielt. Nochmal Opitz. Den wollte anders. Der Außenverteidiger, der sich versucht, viel einzubringen. Der möchte auch die Gelegenheit nutzen, sich in den Hinterkopf von Ole Werner zu manövrieren. Hat ja auch schon zweimal Bundesliga gespielt. Auch eine Sprunggelenksverletzung hinter sich. Der 18-Jährige. Vor kurzem auch einmal wieder im Kader der Profimannschaft gestanden, auch wenn er da nicht zum Einsatz kam. Aber das ist natürlich auch für ihn diese Minuten sehr wertvoll. Und er eben doch auch einer, der hier durchaus den einen oder anderen ganz guten Moment schon hatte. Alvero. Wird gehalten. Partie geht weiter. Duxch. Ja, jetzt mal die Unaufmerksamkeit auf der anderen Seite. Aber die Vorderleute können es klären. Schade. Da war ein bisschen was drin. Hätten wir gern mitgenommen hier diese Möglichkeit zum 1:2. Über Weiser rutscht der Ball dann da vor den 5-Meter-Raum. Flutschwinger bei Weinkauf. Aber danach die Defensive der Mannschaft von Stefan Leitl konzentriert. Möglichkeit, aber jetzt mal Weinkauf. Gute Chance für Naby Keita. Hier in der 56. Minute, wenn wir so wollen, die beste Gelegenheit für Werder. In diesem Spiel. Duxch der Vorbereiter. Aber Keita erwischt den Ball überhaupt nicht. Trotzdem positioniert sich da sehr gut. Naby Keita. Und Hannover kontert. Teuchert geht zu Boden. Nach dem Einsteigen von Stay. Go, 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 weiter, weiter, weiter. Nach Schuss Pavlenka. Auch wenn hier kurz reklamiert wurde, es ging weiter und so konnte sich der Tscheche dann auch mal mit einer Parade hier auszeichnen. War bei den beiden Gegentreffern machtlos. Ishi Pavlenka. Und auch er wirkte da kurz irritiert. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal. Der Abschluss von der Strafraumgrenze, ja, der geht am Tor vorbei. Ich meinte eigentlich die Aktion, die Pavlenka hat parieren können.
Die dürfte dann hier kommen. Wieder kombiniert das Hannover stark. Und dann ist Pavlenka schon unterwegs. Muss nochmal aufstehen, macht er dann gut. Und fischt den Ball da noch vor dem Einschlag raus. Guter Reflex des Tschechen. Es wird gleich auf Werder-Seite ein bisschen dann durchgewechselt. Wir nähern uns auch der 60-Minuten-Marke. Da gehört das nun mal dazu. Aber das schauen wir uns dann natürlich in aller Ruhe an. Wer da wie für wen reinkommt. Nochmal Hannover. Weit am Tor vorbei, dieser Ball. Bittencourt mit Pavlenka. Ja, der kommt durch. Die Seitenverlagerung. Ja, eleganter Außenrisspass. Er zeigt einmal seine Technik. Skelly Alvero. Hat es auch in der ersten Hälfte nicht leicht. Im zweiten Durchgang finde ich ihn noch mal ein gutes Stück verbessert. Den Franzosen. Deutlich auffälligerer. Opitz. Und dann über Bittencourt. Ja, nicht die Ecke, nur der Einwurf. Aber jetzt darf wohl gewechselt werden. Und zwar in gleich dreifacher Hinsicht. Bei Werder. So, da haben wir einerseits auch Weiser, der geht. Auch Christian Groß, der den Platz verlässt. Und neu eben zum einen Paul-Levi Wagner. Mit der Nummer 16, die 39, Joel Imazuin. Auch neu mit dabei. Und ebenfalls Timo Röcker. Mit der 40 auf dem Rücken. Der für Groß in die Verteidigung geht. Und da ist der Treffer. Zum 1:2. Und es ist gleich der neue Mann, Joel Imazuin, mit dem Anschlusstor. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass auch Naby Keita den Platz verlassen hat. Gerade nochmal zu sehen gewesen. Und der sieht hier dieses 1:2 des US-Amerikaners. Satter Abschluss. Bittencourt mit der Reingabe. Da macht es Dux klasse mit der Fußspitze. Legt ihr für den Youngster ab, 19 Jahre jung.
Phil Neumann ist wieder runter. Bei Hannover. Da haben wir jetzt noch nicht gesehen, wer für ihn reingekommen ist. Vogel Sommer. Abgeblockt. Hannover darf. Weiter, das war schmerzhaft. Hat jeder sofort gesehen, das hohe Bein von Teuchert gegen Malatini. Aber dem Argentinier geht's offensichtlich gut. Hat er gleich bei seinem Debüt getroffen. Gegen Freiburg. Nach wie vor sein einziges Tor in der Bundesliga. Nochmal. Bittencode für Wagner. Etwas überhastet geklärt von Hannover 96, aber den Einwurf nehmen wir mal so mit. Vielleicht die nächste Möglichkeit auf das 2:2. Imasuel macht es gut. Nächste Chance für Grün-Weiß. Wäre sein Doppelpack gewesen, aber der Abschluss natürlich ausbaufähig. Das hat er beim Tor besser gemacht. Aber jetzt kommen langsam die Gelegenheiten hier für Werder in dieser Partie. Die Ecke, nicht ganz ungefährlich. Sehen wir vielleicht gleich nochmal. Duxch. Und dann verpassen gleich einige. Abseits verdächtig, aber Fahnder bleibt unten. Gut verteidigt. Von Opitz. Schön abgelaufen. Also der gefällt mir wirklich gut in diesem Spiel. Leon Opitz. Bin mal gespannt, wann er seine nächsten Bundesliga-Minuten auch sammeln darf.
Hey. Yeah, but we're one less. Vero, ein genauer erster Kontakt. Wagner wäre links, es geht durch die Mitte. Das bekommt Hannover geklärt. Da wurde nur Duxch gesucht. Und jetzt ist die Fahne auch mal oben auf der anderen Seite. Und Stefan Leitl möchte und wird wechseln. So, einerseits Sebastian Ernst, andererseits Hussein Chakroun reinkommt. Dafür geht Damar runter und außerdem Kolja Nuno Oden, letzterer auch erst im Laufe der ersten Hälfte eingewechselt worden. Das war saftig, das Einsteigen, dafür, dass wir hier in einem Testspiel sind. Ball von Erik Ullmann. Und Freistoß für Marvin Duxch. Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Position, ist dann mal direkt zu probieren, aber wann, wenn nicht in einem Testspiel. Als Freistoßflanke natürlich passabel. Erst recht da mit Kerlen wie Skelly Alvero. Aber den fischt sich Herr Weinkauf. Fassen wir vielleicht die 70 Minuten mal ein bisschen zusammen. Also die allerersten Momente in dieser Partie waren von Werder durchaus auch gut, druckvoll. Man hat früh den Weg nach vorne gesucht. Das konnte aber Hannover 96 relativ früh im Spiel schon eindämmen. Und die Gastgeber waren dann über weite Strecken die aktivere Mannschaft. Das Team mit den Torchancen haben Werder nicht viel Raum gegeben und das sehr konzentriert gelöst. Und so ging dieses 0:1 zur Pause auch durchaus in Ordnung. Gindorf mit dem Tor. Aber im zweiten Durchgang Werder in jedem Fall verbessert. Auch da wieder die allerersten Momente zeigte Grün-Weiß eine sehr gute Körpersprache. Muss an einer Person festzumachen in der 47. ausgelöst durch einen guten Moment von Alvero. Da hatte dann Duxch fast die Chance gehabt. War den Schritt langsamer, den Weinkauf schneller war. Und so gab es keine Möglichkeit zum Ausgleich. Im Gegenteil, Hannover musste direkt in der Gegenbewegung auf 2:0 zu erhöhen. Nach Vorlage von Vogelsammer, Damar mit dem Treffer. Dann aber die Elf von Ole Werner in vielen Belangen verbessert. Hat so auch die Möglichkeiten gehabt, beispielsweise eben durch Naby Keita in der 56. Minute und dann
direkt nach dem Wechsel. Joel Imasun mit dem 1:2 aus Bremer Sicht. Der US-Amerikaner auch dann im Nachgang noch mit einer weiteren Chance. Also es sieht besser aus in Hälfte 2. So kann man es auch in einem Satz zusammenfassen. Das Geschehen hier in einem Stadion der 96er in der Heinz-von-Heiden-Arena. Das ziemlich halt. Ohne die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer. Es erinnert so ein bisschen an die ersten Woche. An die ersten Wochen und an die ersten Monate nach dem Restart. Im Zuge des ersten Covid-19 bedingten Lockdowns. Auch das ist schon wieder einige Jahre her. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Na, Weinkauf. Bekommt's gelöst. Auftakt der Schlussviertelstunde. Was geht hier noch für Werder in dieser Partie? Natürlich will das Team von Ole Werner hier auf das zweite Tor gehen. Aber man sieht einfach mit dem Tabellenfünften auch der zweiten Liga hat man sich hier einen harten Brocken ausgesucht. Aber genauso muss es natürlich auch sein im Laufe dieser Saison in so einer März-Länderspielpause. Ja, und Stichwort Länderspiele. Gerade am Wochenende natürlich zwei der vier Werder-Nationalspieler auch im Einsatz. Die beiden A-Nationalspieler Olivier Demann und Romano Schmid. Der Belgier im Einsatz am Samstag gegen Irland und dann am 26. März das ja doch durchaus sehr, sehr große und prominente und vor allem prominent besetzte Duell zwischen den Belgiern und England. Schöne Aufgabe für Olivier Demann und die Mannschaft von Domenico Tedesco. Und Österreich mit Romano Schmid am Samstag im Einsatz gegen die Slowakei und dann am Dienstag im Wiener Ernst-Happel-Stadion geht es gegen die Türken. Natürlich haben wir auch einen Blick, was am Samstag passiert beim DFB-Team gegen Frankreich. Jetzt haben wir erstmal Hannover mit dem Pfostentreffer und dann Werder mit der guten Abwehrtat. Kann hier den Nachschuss verhindern. Aber da hat 96 die Möglichkeit. Teuchert noch ohne Tor. Es darf gerne so bleiben. Vogelsammer mit der Flanke. Kein Problem für die Werder-Abwehr. So, weil wir eben übers Wochenende gesprochen haben, natürlich auch die Werder-Frauen im Einsatz. Da gibt es erst einmal keine Länderspielpause. Die sind am Montag zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Auch da ist Einschalten Pflicht. Wird sicherlich ein spannendes Spiel. Die Partie am Montagabend um 20:30 Uhr.
bei den Kollegen von Sport 1 im Free TV wird es übertragen. Noch da. Die Werder Frauen haben noch einige sehr interessante Paarungen vor sich. In dieser letzten Saisonphase. Eben nicht nur gegen die Frauen der Frankfurter Eintracht. Es geht auch gegen die Bayern und auch gegen den VfL Wolfsburg. Also da warten noch ein paar Kaliber in der Saison. So, Stefan Neitel mischt hier nochmal so richtig durch. Da kommt man kaum hinterher. Muss quasi einmal der komplette Kader auf dem Platz steht. Unter anderem Monte Kinoso Ndikom mit der Nummer 28. Auch Yannick Dehm neu mit dabei. Der Rechtsverteidiger. Also, falls ihr es verpasst habt, das Tor für Werder erzielt durch den US-Amerikaner Joel Imazun. Keine Sorge, wir fassen natürlich auch im Nachgang an die Partie dieses Spiel für euch nochmal zusammen. Auf Werder TV werdet ihr da wie gewohnt bestens informiert. Und natürlich wie gewohnt generell das Angebot bei Werder TV im Abo, alle Spiele der von Ole Werner inklusive Highlights und in voller Länge nach Abpfiff im Real Life für euch verfügbar. Zehn Minuten noch in diesem Testspiel, 10 Minuten noch Zeit, sich in den Kopf von Ole Werner zu spielen. Vero für Wagner. Rücker. Wieder der Franzose. Duxch legt zurück. Nochmal eine Druckphase von Grün-Weiß. Ganz hoch wird der Druck nicht. Hannover kann den Strafraum sauber halten. Ecke Marvin Duxch. Nicht ungefährlich, da direkt vors Tor getreten. Weinkauf da mit einer Hand dran. Abstauben kann leider keiner. Vogelsammer legt nochmal ab und das 1:3. Yannick Dehm erhöht. Auch das spielt dann Hannover sehr schnell. Unterm Arm von Pavlenka hindurch. Yannick Dehm. Ja, Peter natürlich. Hannover sehr effektiv.
haben nicht allzu viel liegen lassen in der zweiten Hälfte. Pavlenka in der 57. einmal sehr gut reagiert. Und dann der Pfostentreffer durch Teuchert in der 77. und jetzt dann eben das Tor von Yannick Dehm. Plus halt der Treffer in der 47. durch Damar. Vielleicht eine Kleinigkeit, ganz interessant. Aber warten wir nochmal diese Flanke hier ab. Mitchell Weiser ist ja ausgewechselt worden. Er eben ja auch einer, der gegen Wolfsburg gesperrt fehlen wird. Muss seine Gelbsperre absitzen. Und Opitz ist jetzt auf die rechte Seite gewandert. Also auf der Weiser-Position. Sodass eben über links der junge Paul Wagner kommt. Also vielleicht da die Möglichkeit dann auch für Leon Opitz, mal vorsichtig vermutet, gegen Wolfsburg. Vielleicht nicht unbedingt von der Startelf weg, aber dann vielleicht als Joker, dass er dann so auch als Interimsersatz für Mitchell Weiser nochmal auf ein paar Minuten kommt in Liga 1. Denn eins ist klar, er hat auf jeden Fall heute ganz gute Momente gehabt. Aber natürlich hat auch Ole Werner noch ein paar Trainingstage vor sich, bis er sich da entscheiden darf und auch entscheiden muss, wie er seine Mannschaft aufstellt gegen den VfL Wolfsburg, gegen die ab sofort von Ralf Hasenhüttl trainierte Mannschaft. Den Trainereffekt können sich die Niedersachsen gerne aufheben und damit eine Woche später erst starten. Etwas über 3 Minuten noch hier in dieser zweiten Hälfte. In Durchgang 1 ließ auch Harm Osmas, der Schiedsrichter, noch ein bisschen nachspielen. Anders als in Hälfte 1 hatten wir jetzt keine Verletzungsunterbrechungen mehr, aber natürlich einige Pausen für diverse Wechselspielchen der beiden Trainer. Ja, und Pavlenka nochmal mit einer Hand verhindert hier das 1:4. Das wäre jetzt aber auch wirklich zu viel des Guten, wenn Hannover hier noch ein Tor rein zimmern würde.
Und während hier nochmal die Parade von Pavlenka zu sehen ist, gute Tat. Eze wollte es da unbedingt wissen. Und Ole Werner. Kurz vor dem Ende wird auch hier nochmal durchgetauscht. Opitz jetzt dann ausgewechselt. Und auch Malatini ist raus. Mats-Ole Heidmann jetzt am Ball neu mit dabei. Und auch David Kebe. Bittencourt spielt den zurück. Aber nochmal die Möglichkeit hier jetzt zum Abschluss. Zu mittig. Hier der Versuch durch Wagner. Schließende Ecke, ja, nochmal zurückgeköpft, aber da geht die Fahne hoch. So, die letzten Sekunden, Minuten in diesem Spiel. Hannover wird dieses Testspiel gewinnen. Da waren sie voran einfach abgebrühter. Sowohl oft in der Zweikampfführung als auch natürlich in der Chancenerarbeitung als auch in der Verwertung. Gab aber durchaus einige positive Momente in dieser Partie. Das wollen wir nicht vergessen. Trotzdem verliert Ole Werner mit seiner Mannschaft hier dieses Testspiel mit 1:3 in Hannover gegen Hannover. Niederlagen sollen es dann aber bitte nicht sein in den kommenden Bundesliga-Wochen. Weiter geht's für Grün-Weiß dann nach der Länderspielpause am 30. März gegen den VfL Wolfsburg. Also auch wieder so wie heute gegen ein Team aus Niedersachsen. Der Mannschaft wünschen wir natürlich trotz Niederlage jetzt eine gute Rückreise. Soweit ist es ja nicht aus Hannover. Und dann gegen den VfL werde auch wieder natürlich mit den Rückkehrern aus den Nationalteams. Kein Sieg heute. Trotzdem vielen Dank, liebe Werder-Fans, fürs Zusehen und Zuhören hier bei Werder TV. Macht es gut und habt trotz dieser Testspielniederlage ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dein Team, dein Strom, Werder Strom. Ich habe ihn schon. Thank you.